Seibert, der Erklärroboter, heute nochmal zur Einzelerklärung, wie funktioniert ein Oder- oder Or-Gatter? Oder Grundschaltung, logische Schaltung ist ja auch egal. Ein Or-Gatter funktioniert immer, gibt immer dann ein Signal aus, wenn ein Eingang an ist. Und dann egal wie viele noch dazu an. Es muss immer ein Eingang an sein, damit ein Signal gesendet wird. Es ist egal welcher, Hauptsache einer ist an. Das war's auch schon. Einmal nochmal für euch die Verbindung. Und das war's auch. Oder es gehören zu den einfachsten Schaltungen wie und alle anderen. Und damit tschüss und ciao.